Okay, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr habt die Woche bis dato wirklich gut überstanden. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Dienstagabend. Genießt ihn, habt Spaß und bleibt gesund. Und damit ganz herzlich willkommen mal wieder zu Luciano. Endlich. Ich habe lang genug drauf gewartet. Ich sage euch das, wie es ist. 3 Minuten 15. Sweet Dreams. Passend zum Weltfrauentag. Er hat ja selber auf Instagram kurz erklärt, der Song ist für die ganzen Ladies. Deswegen bin ich umso mehr gespannt. Like and support us, come out, produziert. Ist das Ganze dieses Mal von DLS, Nyctas und Anina Shona oder Shuna. Ich habe sie schon auf Instagram gefunden. Sie ist so eine kleine Instagram-Künstlerin, spielt unglaublich schön Klavier, hat eine unglaublich schöne Stimme. Mal schauen, welche Rolle sie in dem Song spielt. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. 3 Minuten 15. Kleine Frage vorab. Es ist ja nur ein Free-Track, oder? Für uns, für die Zuhörerschaft. Es hat nichts mit der offiziellen Promophase zum kommenden Album zu tun. Oder habe ich das richtig verstanden? Ab in die Kommentare damit. Weil es auch ganz random jetzt von Montag auf Dienstagnacht gedroppt ist, der ganze Song. Gerade wegen dem Weltfrauentag wahrscheinlich. Deswegen denke ich nicht, dass der Song zur offiziellen Promophase zum kommenden Album gehört. Gehe ich mal davon aus. Ich weiß es natürlich nicht. 3 Minuten 15, Sweet Dreams. Abfahrt. I'm okay, man könnte natürlich jetzt sagen, gut, diese Vocal ist aus einem älteren Song rausgesampelt worden. Dieses Piano, was im Hintergrund spielt, ist aus einem älteren oder anderen Song rausgesampelt worden. Aber ich bin mir fast zu 100% sicher, dass das zumindest ihre Stimme ist. Also von Anina Shona oder Shuna. Es tut mir wirklich leid, wenn ich sie falsch ausspreche. Ich weiß nur nicht, wie ich sie anders aussprechen soll. Weil ich habe so ein, zwei kleine Videos auf Instagram gesehen, wo sie quasi auch halt gesungen hat. Und das hat sich schon unglaublich nice angehört. Deswegen bin ich mir zu fast 100% sicher, dass sie quasi das auch für die Hook so eingesungen hat, was unglaublich schön sich anhört. Auf einem Laid-Back-Trap-Beat, also der marschiert jetzt nicht wirklich nach vorne, der ist so Laid-Back, ein bisschen so chillige Vibes. Boah, das kommt böse, es kommt böse. Baby, vergiss die Zeit, genieß den Augenblick. Guck, ich nimm dich mit, dein Ex, er ist ein Taugenix. Heute bist du mit den G's unterwegs, denn alle aus meinem Team stehen ab heute doch hinter dir. Und wir wissen alle, dass Luciano genau auf solche Vibes gut kommen kann. Wie auch auf harte Vibes, wie auch auf Drill. Also, Luciano ist auch so ein Künstler, dem traust du alles zu. Kann wirklich schöne Parts gestalten, kann harte Parts rappen, kann aber auch mehr in diese melodische Richtung gehen. Boah, ich find's so nice. Protect my lady, ich baue ein Haus für dich. Young Rich und ich weiß auch, wie das Business läuft. Erschaff ein Imperium, bin dabei da für dich. Nachts vergesst dich nicht, auch wenn der Teufel nervig ist. Also ich hätte nichts dagegen, dass solche Songs auch auf dem Album sind, oder? Ich gehe mal stark davon aus, dass vielleicht nicht Sweet Dreams, vielleicht ist es wirklich nur ein Free-Track, aber genau solche Songs sollen auch auf dem Album sein. Meiner Meinung nach. Müssen sogar fast schon. Wie viele Songs auf dem Album sein werden, wissen wir ja noch nicht. Zumindest ich weiß es nicht. Vielleicht wurde das irgendwo schon mal geleakt oder gesagt, je nachdem, keine Ahnung. Ich hänge da eh immer so ein bisschen hinterher. Aber eigentlich müssen wir uns bei Luciano gar keine Gedanken um Mixtapes, EPs oder Alben machen, wie die aufgebaut sind, was für Songs drauf sein werden, weil Luciano wird immer abliefern. Luciano wird immer abliefern. So bad, so süß. Mein Diamant macht Movies in meinem Bett. Ey! Mein hart, mein soft. Dein Loco gibt dir different in der Nacht. Bro, der Typ ist auch so ein Ladykiller, ohne Scheiß. Ich weiß, er hat eine Freundin so, aber ich muss es einfach auch so sagen, der Typ ist so ein Ladykiller. Guck mal, wie er da steht. Guck mal, wie er da steht. Wisst ihr, was ich meine? Mal hart, mal soft, Loco gibt's dir different in der Nacht. Für mich ist es wirklich so, es ist nicht nur, weil ich jetzt Luciano Fanboy bin, also glaubt es nicht. Für mich ist es wirklich so, er ist ein Endlevel-Künstler. Er ist ein Endlevel-Künstler, was Performance angeht, was Aussehen angeht. Gut, ich weiß, Aussehen hat jetzt nicht wirklich viel zu sagen in der Musik, aber auch was musikalisch angeht, er ist ein Endlevel-Künstler, was über Deutschland hinausgeht, meiner Meinung nach. Dazu kommt noch, dass es nie wirklich einen Skandal gab von ihm, dass es nie wirklich Beef gab von ihm, dass es nie irgendwie Diss-Gewitter gab oder sowas. Er hat sein Ding gemacht, er hat seine Musik gemacht und er räumt damit so krass ab, ohne Scheiß. Ich pack dich am Hals, zieh dich ran zu mir zum Kuss. Denn yo! Deine Lippen so wie Honey ein Genuss. Du bist confident, yeah. Und all die Bitches keine Konkurrenz, yeah. Sweet Dreams mit meinem Baby Girl. Dirty Kings mit meinem Baby Girl. Oh, das kommt nice, dieser kleine Snap-Sound. Schon ein bisschen mehr im Hintergrund, schön verhallt. Dieses Sweet Dreams mit meinem Baby Girl. So, ne, dieses. Dieser kleine Snap-Sound, boah, der kommt böse. Sweet Dreams mit meinem Baby Girl. Dirty Kings mit meinem Baby Girl. Ey! Back and back für mein Baby Girl.
Doch, das Ding ist böse, das Ding ist böse. Ich freue mich so krass gerade, erstens mal wieder was von Luciano zu hören. Zweitens, man merkt langsam, okay, der Mann hat nicht geschlafen, er hat Songs über Songs gemacht für die Promophase, fürs neue Album. Er hat jetzt einen Free-Track für uns rausgehauen. Des Weiteren, ihm geht's gut, er ist an der Musik dran, er schläft nicht oder so. Und ihn generell einfach mal wieder zu hören, wisst ihr, was ich meine? Das tut so gut. Okay, Hook das zweite Mal. Hook hat mich beim ersten Mal schon gekillt, hat mich schon gecatcht. Hook beim zweiten Mal noch geiler. Ich möchte trotzdem nochmal über ein Thema ganz kurz reden, weil mich über die Nacht schon ein paar Nachrichten erreicht haben. Hey, Sweet Dreams kommt jetzt raus, neue Luciano-Song. Kannst du drauf reagieren? Das war die erste Frage. Das ist natürlich selbstverständlich. Aber eine zweite Frage war, wie schätzt du denn das neue Album ein? Die Promophase geht ja schon wieder in diese Exot-Aqua-Richtung mit diesem Drill und dem Trap und so weiter. Ich hätte aber gerne mal wieder diesen Loco-Sound oder diesen Eiskalt-Sound. Aber ich denke mal, ich muss euch da einen Tick enttäuschen. Ich glaube nicht, dass Luciano nochmal dahin zurückgeht auf einer kompletten Albumlänge. Ein, zwei Songs, kann man drüber reden, kann man auf jeden Fall machen. Aber ich denke mal, auf Albumlänge wieder in diesen harten Deutschrap-Sound zu gehen, würde er glaube ich nicht mehr machen. Und meiner Meinung nach kam zwischen Loco und Millis der größte Soundbildwechsel von Luciano. Da hat man wirklich gemerkt, okay, der Künstler hat sich ausprobiert, der hat neue Sachen ausprobiert, bisschen vielleicht mehr auf diese Trap-Schiene gegangen, bisschen mehr geflext, vielleicht hier und da bisschen mehr Autotune, nicht mehr dieser harte Deutschrap-Schiene so. Und ihm war bestimmt klar, dass er mit diesem Move sein Soundbild vielleicht ein Ticken zu ändern. Viele Zuhörer, die halt gerade diesen harten Loco-Sound, Eiskalt-Sound feiern oder feierten, verlieren wird. Es war ihm bestimmt hundertprozentig klar, aber ihm war auch klar, dass es neue Zuhörer anziehen wird, dass es vielleicht noch mehr Zuhörer anziehen wird und es hat geklappt. Ich meine, Millis kam gut an, Exot kam gut an, Aqua kam gut an, so. Warum sollte er irgendwas ändern? Gib mir einen Grund, warum er irgendwas nochmal ändern soll. Er macht geilen Trap, er macht für mich den besten Drill in Deutschland so. Und damit hat sich die Frage, glaube ich, geklärt. Paris Hotel, Bed full of roses. Oh, wie er reinkommt. Paris Hotel, Bed full of roses. Champagne in Cups, Ice Cube frozen. Ey! Face me mad straight on the makeup. Perfekt gebräunt, Face wie gezeichnet. Der Song hat nicht mal wirklich Drive. Er geht nicht mal so wirklich krass nach vorne, aber genau davon lebt der Song auch. Wir haben nicht mal eine Kick drin. Wir haben wirklich nur diese wirklich ganz normale Trap 808 so. Auch wirklich produktionstechnisch unglaublich nice gemacht, aber auch nicht das Rad neu erfunden oder sowas. Ich meine, gut, Trap bleibt Trap, Drill bleibt Drill. So, wisst ihr, was ich meine? So, du kannst auch das Rad irgendwann nicht mehr neu erfinden. Der Song ist schön laid back, hat ganz böse Vibes. Aber asozial böse Vibes. Und davon lebt der Song. Bruder, der ist behindert. Es ist Big Kurven wie gemeißelt. Meine Chain an dir, Diamond auf Diamond. Sweet Dreams, Honey, Sweet Dreams. Perfekter Butt und Shape Clean. Guck mal, perfekter Butt und ba, wie er das float. Also sein Flow im zweiten Part gefällt mir einen Ticken besser so. Perfekter Butt und Shape Clean. Sweet Dreams und mein Baby Girl. Oh, nochmal Pre-Hook. Das ist eine ganz normale Pre-Hook. Hat er im ersten Part auch schon gemacht. Dieses Sweet Dreams mit meinem Baby Girl. Und dann dieser Snap-Sound, sehr, sehr verhallt, sehr, sehr im Background quasi. Boah, das kommt so nice. Sweet Dreams mit meinem Baby Girl. Dirty Kings mit meinem Baby Girl. Breaking Back für mein Baby Girl. Oh, Digga. Ich liebe den Song jetzt schon. Oh, ich merke gerade so krass, wie ich Luciano eigentlich vermisst habe. So, wisst ihr, was ich meine? Er muss wirklich, guck mal, ich will nicht sagen, er muss wieder regelmäßig Musik bringen, weil er kann es am besten entscheiden, wann und wie er Musik bringt. Aber ich brauche wieder mehr. Ich brauche das verdammte Album. Oh, sie hat auch eine böse Stimme. Sie hat eine grandiose Stimme. Unglaublich schöner Song. Und wenn dieses Soundbild von diesem Song so auf dem Album sich widerspiegelt in den Trap Beats, aber auch in den Drill Beats, bin ich vollkommen zufrieden. Da bin ich vollkommen zufrieden. Damn, let's please stop.
Oh, Digga. Song ist ultra schön. Also, boah, der catcht mich böse. Sehr schönes Ding. Sehr schönes Ding. Das war Luciano mit Sweet Dreams. Ich hoffe einfach nur, dass er jetzt wieder ein bisschen mehr musikalischen Output bringt. Musste ja auch irgendwann, die Promophase sollte ja zum neuen Album auch schon irgendwie lang genug gehen und genug geplant sein und so weiter und so fort. Aber er soll auch wirklich erst die Promophase anfangen, wenn er sich ready dazu fühlt, wenn er wieder komplett Energie hat und die Promophase wirklich von A bis Z 100% durchziehen kann. Wir haben oft Promophasen, die verschoben werden, wo dann hier der Song ausfällt und der Song ersetzt wird und dann das Album nach hinten verschoben wird. Ich will einfach eine saubere, schöne Promophase von ihm und dann wäre ich glücklich. Sweet Dreams von Luciano. Ich küsse euer Herz. Schönen Dienstagabend.